Halli und hallo, liebe Freunde. Willkommen zurück hier im Spieleparadies mit mir, The Maxi. Ihr seht, ich bin ein bisschen schwer und auch schwerfällig unterwegs, denn ich habe schon ein bisschen was gebaut. Erstmal ein paar Foundations, um jetzt hier wirklich erstmal alles ein bisschen größer zu machen. Ich werde mal sehen, ich werde das erstmal hier auf die Seite ausdehnen, denke ich. Das wird das Beste sein, wenn ich das erstmal in die Richtung jetzt hier weiterführe, vielleicht. Genau. Damit wir hier endlich mal ein bisschen mehr Land dazu bekommen. So. Das klappt doch ganz gut. Also da bin ich wirklich froh, dass ich mir den Fawny Dragon gezähmt habe. Ich habe erst gar nicht... Ich wollte den gar nicht unbedingt. Aber dann habe ich mir überlegt, naja, Holz farmen muss ich ja auch. Von daher war das dann nur eine logische Schlussfolgerung, dass ich den mir dann doch zulege. Jetzt will ich mal schauen, inwieweit ich das Raft hier noch reinbewegen kann. Okay, das kann ich hier sogar komplett mit reinfahren. Dann müsste ich dann halt nur hier sehen, dass ich irgendwie... Ja, wobei, nee, das lasse ich draußen. Das Raft, das lasse ich lieber draußen. Da, wo es hingehört. Hier drin, da letztendlich fahre ich mich dann wahrscheinlich nur fest. Deshalb, da sammle ich die hier mal wieder ein. Das lassen wir mal so. Und werde jetzt wieder Richtung Festland ein bisschen gehen. So. Okay. Denn das soll ja jetzt erstmal richtig viel größer werden. Um hier ganz gut anbauen zu können. Na komm. Sehr gut. Da geht's hier richtig gut weiter. Zack. Ja, wir bauen hier einfach ein bisschen weiter hoch. Hier ist ja auch so eine kleine Kuhle. Ich weiß nicht, inwieweit wir hier noch nach vorn gehen. Eigentlich würde ich gerne noch ein Stück nach vorn. Denn das ist doch etwas eng dort mit der Haustür. So, ich will allerdings nicht zu nah da hoch, um halt die Bäume noch nicht am Spawn zu hindern, solange ich noch nicht alles für mein Schloss zusammen habe. Wäre das sehr ungünstig. So, guck mal hier. Guck mal, du hast doch hier schon jetzt einen super Platz. Sehr schön. Vielleicht können wir dem auch eine Art Podest machen, wo er sich draufstellen kann. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Okay, dann sammeln wir erstmal das Tor ein. Ich weiß gar nicht, oder ich mache das dann hier vielleicht hin, dass wir das Tor... Ich will es ja nur, dass es erstmal irgendwie snippt. Komm, das hat doch gerade gut geklappt mit dem Snippen. Ja. Ach komm. Du willst mich doch ärgern, oder? Du willst mich doch hier so richtig ärgern. So. Komm. Ja, jetzt hat's geklappt. So, dann können wir nämlich die zwei auch wieder einsammeln. Und das ist trotzdem hier mit integriert hier mit in diesen Teil. So. Perfekt. Dann können wir nämlich hier auch schon mal ein paar Wände. 4, 5, 6. Viel mehr werde ich auch nicht tragen können. So. Genau, dann muss ich mal schauen. Hier werde ich wohl eine Tür reinmachen müssen. Aber ansonsten können wir hier ganz gut zubauen. So, dann sammle ich mir nämlich die hier noch mit auf. Ich habe zwar noch mehr Foundations gemacht, aber ich verwende jetzt erstmal das, was ich hier habe, um weiterzubauen. Zack. Ich meine, es sind jetzt nicht so viele. Ja, ich denke mal, das ist schon eine gute Erweiterung. Und da kommen wir erstmal gut voran. Wenn wir das so machen, hat das richtig gesnippt. Ja, ich denke, es sieht ganz gut aus. So. 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 Leute, das wird richtig cool. Das wird
Einmalig. So, die Tür. Da muss man echt genau zielen. Denn sonst passiert es ganz schnell, dass man das Haus mit abbaut. Das ist jetzt nicht unbedingt das erste Mal, dass das passieren würde. Dass ich irgendwas, was ich von meinem Haus noch nutzen will, aus Versehen mit abbau. So, da kann ich die Tür hier gleich mit verwenden, gleich mit reinstellen. Okay, es sieht ein bisschen eigenartig aus, aber das sieht es bei den anderen auch, sehe ich gerade. Von daher, so. Sehr schön. Komm, du fühlst dich da schon wohl. Grummel mal nicht so, Kollege. Guck mal, du kriegst jetzt ein bisschen Damage. Da kriegst du auch ziemlich viel dazu. Ah, oh, wie er sich freut, wie er sich freut. Das ist doch süß. Das ist sehr süß. So, 3, 4, 5, 6. Dann sieht es bei uns endlich mal eher wohnlicher, würde ich fast sagen, aus. Ich meine, vorher sah es auch schon nach einer Base aus, aber halt sehr behelfsmäßig. Ich habe ja auch extra nicht zu viel gemacht, sondern halt nur erstmal den Anfang, damit ihr erstens nicht zu viel verpasst und zweitens ich aber trotzdem nicht von null anfangen muss mit euch, denn das habt ihr ja schon unzählige Male gesehen bei mir. Dadurch, dass einige Server halt wirklich sehr kurzlebig waren, sind, je nachdem, wie man das jetzt bezeichnen will. Aber die Server haben mir halt alle trotzdem immer sehr viel Spaß gemacht. So, ich werde jetzt auch noch ein Stückchen in die andere Richtung mitgehen. Ne? Jetzt. Ja, das ist manchmal mit dem Snappen. Wer selber schon mal eine Base gebaut hat, der weiß, da kann man echt verrückt werden. Es kann einen echt zum Wahnsinn treiben. So, ich bin am Überlegen, wo ich dann das große Tor hinmache. Vielleicht sogar hier an die Seite. Ach Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie groß das insgesamt ist. Kann ich euch gerade gar nicht sagen. Müsste ich vielleicht dann mal schauen, bevor ich hier alles mit Wänden zumache. Hallo? Ah, es hängt wahrscheinlich gerade wieder. Ja. Das dachte ich mir doch. So. Moment mal, steht da irgendwo was da? Behemoth. It's correctly defensive position. Nee. Mal schauen, vielleicht haben wir ja doch schon genügend Materialien zusammen. Wobei ich fast glaube, dass die Steine fehlen werden. Nein, wir haben wirklich alles zusammen. Okay. Dann will ich nur mal, damit ich die Größe weiß. Ups. Denn ansonsten kommen wir ja mit unserem Trike gar nicht mehr durch. Will ich das mal probieren. Vielleicht setze ich das auch da vorne hin. Wobei hier, das passt eigentlich relativ cool. Wo snippt das hier nur wirklich? Scheint hier. Das scheint kein schlechter Punkt zu sein. Allerdings schwebt es dann so ein bisschen. Dann vielleicht doch lieber hier, oder Leute? Bam. Jetzt steht es einfach hier. Schluss aus, fertig. Ja, mal sehen, ob die Bäume nachwachsen. Das wird sich dann zeigen. Muss nur mal schauen, dass ich hier nicht zu viel davon abbaue. Nicht, dass es dann nicht mehr snappt. Das wäre sehr ungünstig. Aber jetzt haben wir hier unser Riesentor. Und ich hätte wahrscheinlich gar nicht so viele Fence Foundations bauen dürfen, müssen. Wir werden sehen. Ja, das reicht eigentlich. So, jetzt gehen wir hier einfach ein bisschen in die Richtung wieder. 3, 3, 4, 5, 6. Oh, waren doch nur 5. 6. Dann bauen das hier drüben wieder zu. Denn ich will erstmal eine Seite zu haben, bevor ich hier die anderen anfange. So.
sehr schön. Das sieht doch schon, also es sieht definitiv besser aus als vorher, als wir mit den Dinos nicht wussten, wohin. So, so. Zack, zack. Dann habe ich ja drüben praktisch hier. Ja, hier einfach weitergemacht. Wir schauen mal, wo uns das hinführt. Aber es gefällt mir auf jeden Fall hier schon viel besser. Da kann man auch mal ein bisschen über Deko nachdenken vielleicht. Also so diese Bäume, die wir da bauen können. Zum Beispiel. Und ich habe definitiv zu viele Fans-Foundations gebaut. Ich habe nämlich nochmal 25 Stück. Weil ich gar nicht mehr bedacht habe, dass wir noch welche haben. So. So. Okay. Okay. Immerhin, ich habe nicht alle umsonst gebaut. Das tröstet mich jetzt gerade ein bisschen. Auch wenn es nur ein kleines bisschen ist. Nehme ich den Dodo? Hier rein will ich. Und das baut hier wirklich fleißig Fertilizer. Moment. Das will ich trotzdem noch kurz machen. Damit der Fertilizer auch weiter gut produziert wird. Guck mal hier, Kacki. Zack. Hier, dich drehen wir einfach mal kurz um. Und geben dir ein paar Stimbels. Ja, so habe ich das gern bei meinem Kacki. Dafür ist er ja da. Das macht er ganz super. Wie ein großer. Ja, wir machen entweder bis die Bären alle sind oder bis das Food leer ist. Wahrscheinlich eher bis die Bären alle sind. Oh, ups. Da habe ich ihnen doch glatt noch ein paar andere verfüttert. Aber schaut mal, das lohnt sich halt echt mit so einem Fiume, ja. Das finde ich auch gut, dass die das so drin gelassen haben. Ich meine, das kackt ja schon so relativ viel, aber wenn man doch mal schnell Fertilizer braucht, dann ist es nicht schlecht, wenn man sich das selber so ein bisschen produzieren kann. So. So. Sehr gut. Und dann können wir nämlich auch bald die anderen Obstsorten anbauen. Jetzt hätten wir auf jeden Fall erstmal auch ein bisschen was zum Zähmen. Das ist nicht schlecht. Aber ja, wir schauen mal. So, her damit. Brauchen wir vielleicht nicht unbedingt alles. Die Hälfte wird wahrscheinlich reichen. Ja, der Horny Dragon, der klingt irgendwie so niedlich. Ich weiß auch nicht warum. Aber ich finde den sehr süß. Okay. Nee, da müssen wir schon noch ein bisschen. So. Können wir da schon komplett? Nee. So wahrscheinlich. Aber halt auch nur so halb. Ja, das wird wieder so ein sich überlappendes Teil werden. Mal sehen. Kann man das hier? Ja, das geht. Bam! Na super. Da habe ich ja nur 18 zu viel gebaut. Ne, nicht 18. Ich habe die Hälfte genommen. Zack. Da habe ich ja nur 16 zu viel. Ist jetzt auch nicht unbedingt besser, Leute. Ich weiß. Oh mein Gott. Ich habe gut gesammelt. Moment. Lass mich mal eben schauen. Aber ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt verbaut habe. Wir bauen erst mal 20 davon. Aber das ist halt das Gute mit einem Fawny Dragon. Diese Holzsachen haben wir dann im 0, nichts zusammen. So, ratzfatz sind hier die Wände alle fertig. Wir setzen jetzt erstmal die, denn allzu viel kann ich ja leider doch nicht tragen. Aber die können wir jetzt erstmal setzen. Ich will das jetzt hier auf jeden Fall noch irgendwie... Wow. Irgendwie zukriegen. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Also von den Wänden her scheinen wir genug zu haben. Ich denke mal, schwieriger wird es eher mit dem Tor dann. Aber das sehen wir ja dann, wenn es soweit ist. Jo. Ich packe mal das hier noch rein. Und die Steine sind halt, die Steinpfeile sind halt auch relativ schwer. Ja, das sieht doch gut aus. Da können wir auch mal 7 Wände tragen.
Ich habe halt extra noch nicht alle gemacht, weil ich nicht weiß, wie viel genau wir brauchen. So. Zack. Zack. Okay. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr. Aber ja, ich will nicht wieder zu viel bauen. Habe ich ja erst gemacht. So. Dann nehmen wir die noch und dann bauen wir hier noch. Mal 7 noch. So. Die baut es dann jetzt nebenbei mit. Und ihr seht, allzu viel Erfahrung kriegen wir dadurch ja trotzdem nicht. Deshalb mit der, also ich finde das ganz gut mit der Erfahrung, dass man hier nicht ohne viel Arbeit gleich High-Level ist. Das finde ich sehr gut gelöst. Vielleicht kann ich jetzt schon mal langsam zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Wenn ich da mal noch 4 vielleicht mache. Ja, wir schauen mal. Wir schauen mal eben nach. Die und dann. Habe ich jetzt nur 2 gemacht. So. Aber lasst uns erstmal die hier setzen. Nicht, dass ich mich verzählt habe und dann haben wir doch zu viel. Ich meine, wir können ja auch immer noch ein bisschen weiter vergrößern, aber ich hoffe, das reicht uns jetzt erstmal. Ich meine, so übermäßig wie auf Center können wir jetzt gar nicht. 1, 2, 3, 4. Oh, 4 noch. Tatsache. Habe ich mich ja doch nicht so verzählt. Auf Center unserer Base, die war natürlich riesig. Aber, ja, wie gesagt, ich will halt erstmal. Ups. Da habe ich einen Screenshot gemacht. Das wollte ich gerade gar nicht. Okay, ja, da fehlen uns noch ein paar Steine. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Die haben wir relativ schnell beisammen. Ups. Total verwirrt, wo ich hier hinlaufe. Ja, ich will halt mein Schloss da oben. Deshalb will ich das jetzt hier nicht so überbewerten. Zack. Sehr schön. Wobei. Okay, was ist das jetzt hier? Was ist das jetzt hier? So, schon viel besser. Ja, jetzt ist das auf jeden Fall zu. Ich hätte vielleicht noch eine Tür lassen sollen, aber egal. Ah, sehr schön. Und meine Bäume hier oben, die spawnen auch wieder. Ich hole mir jetzt allerdings erstmal ein paar Steine, um das Tor noch zu bauen. Und dann haben wir die Base erstmal abgeschlossen. Das ist doch nicht schlecht, würde ich sagen. So. Sehr schön. Wir gehen jetzt einfach von Stein zu Stein und schlagen die einfach kaputt. Sehr schön. So habe ich das gern. So muss es sein, da ist halt immer noch diese 600er Crystal Ribbon. Das wäre schon schön. Aber wir haben jetzt erstmal unseren. Ich bin ja schon mal froh, dass wir sowas überhaupt haben. Das ist echt krass. Da bin ich immer noch ein bisschen verblüfft vom letzten Mal, wie schnell wir diesen Wyvern hatten. Ein paar Steine fehlen noch. Das war mir dann echt zu heftig. Wie schnell das so gehen kann. Aber ja, das passt doch. Da drüben ist ein Dino. Wenn sich nochmal ein Raptor hierher verirren würde. Ich wäre so sehr mobil mit Raptor. Wobei ich jetzt auch mit dem Crystal Wyvern ziemlich mobil bin. Das lässt sich nicht bestreiten. Der ist halt nicht so stark. Also ich bin zwiegespalten auf dem, auf was ich den jetzt level. Wir werden sehen, was das noch wird. So. Einfach mal noch den Kleinen hier mitnehmen. Besser man hat, als man hätte, Leute. Wie immer. Und dann haben wir unsere Basis zu. Haben wir unsere Basis endlich vergrößert. So ein Moshops wäre natürlich cool zum Fiber sammeln mit. Da ist eine Alpha-Ente. Also eine richtige Ente. Ihr wisst ja, die Terrys sind bei mir auch Enten. Was möchte der denn? Bee-Honey.
Also bitte, jetzt sei mal nicht so ein Gourmet hier. Auch noch Ansprüche stellen. Ich hätte ein paar Metroberries oder Steine im Angebot. Aber Bee Honey, jetzt auch noch Honig von mir wollen? Nee, 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 nee. So nicht, Freundchen. Ah, sehr schön, meine Basis. Ich freue mich jedes Mal wieder hier reinzukommen. Vor allem, weil wir jetzt halt auch schon so ultra weit sind. Behemoth Gate. Tada! Und damit gehen wir jetzt raus und dann bleibe ich erstmal im Jaguar hängen. Zack! Und zu ist die neue Base. Da schauen wir uns das Ganze nochmal von hier oben an. Ja, es sieht halt... Da fehlt noch eine Wand. Es sieht halt noch nicht perfekt aus. Es soll ja auch eigentlich dann oben der Hauptteil sein, aber der Anfang ist getan, Leute. Da fehlt noch eine Mauer, die werde ich gleich setzen. Hier haben wir uns ein gutes Grundgerüst gebaut. Zack. Und ich muss sagen, mir ist es auch gut mit den Ecken, mit den abgerundeten gelungen. Muss ich mich gerade mal selber loben. Sorry, Leute. Nein, aber das haben wir echt schon schlechter hingekriegt. Ich jedenfalls. So, du kommst ja auch mal auf die Seite. Und dann baue ich jetzt noch eben eine Wand. Und dann sind wir fertig mit dem Base-Ausbau. Dann können wir demnächst uns endlich auf noch ein paar Dinos konzentrieren. Auch vielleicht ein paar stärkere Dinos, denn bei Primal 4 gibt es ja doch hier so einige Neuerungen. Zack! Und da haben wir es fertig. Was die Dinos betrifft. Und da will ich natürlich alles mitnehmen. Artefakte gibt es hier auch en masse. Also da haben wir definitiv keine Sorge, dass wir hier nicht alle finden. Die werden wir auch alle auf jeden Fall angehen. Zack. So, noch ein bisschen Dünger eingesammelt. Perfekt, Leute. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ach, wie niedlich er ist. Ich finde den... Der hat so ein süßes Gesicht. Das ist doch echt total knuffig, oder? So ein kleiner Pony Dragon. Ja. Genug davon. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder hier im Spieleparadies mit mir, Simaxi. Bis dahin, macht's gut und tschüss.